Hallo, ich stelle euch heute mal ein Taschenmesser vor, von Ed Mahoney. Ein Lockback-Folder, ein Lockback-Verriegelungstaschenmesser. Und das habe ich mir erst kürzlich gekauft. Ich glaube, so lange gibt es es noch nicht auf dem Markt. Die Maße von dem Messer sind eine Gesamtlänge von 22,4. Die Klingenlänge ist 9,7 cm. Die Klingenstärke ist 2,8 und die Grifflänge ist 12,7. Und das Messer hat ein Gewicht von 163 Gramm. So ist es zumindest angegeben. Und ich zeige euch das jetzt mal näher. Also es ist ein recht hübsches Messer, wie ich finde. Eine schöne Maserung, Holzgriff, vorne bis hinten, ein Lanyard-Loch hat's. Genau. Der Stahl ist 440, lässt sich also wahrscheinlich leicht schärfen, hält aber wohl auch nicht so lang die Schärfe. Genau. Mit einem Daumenloch. So, und ich klappe es jetzt mal zusammen. Macht auch schön Klack. Es ist recht groß. Also wenn man das so in der Hand hat. Liegt ganz gut in der Hand. Was mir nicht positiv aufgefallen ist, mal abgesehen, dass es wirklich ein schönes Stück ist und die Klingenlänge finde ich auch recht passend. Soweit finde ich ganz gut. Also man kann das Klingenspiel nicht nachziehen und da kommt dann eben auch der Knackpunkt. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier so sieht. Ist vielleicht so halt. Also es hat ganz gut Klingenspiel. Das finde ich jetzt, man hört es auch ein bisschen, ne? Überhaupt nicht so gut. Und die Nieten, man sieht es hier auch schon so ein bisschen, die sind leider nicht ausgeschliffen. Also hier kann man deutlich drüber fassen und es ist richtig ein Hübbel hier. Bei der anderen Seite auch, aber nicht so deutlich. Ja, das ist nicht so schön. Es kommt recht scharf vom Werk ab. Das gute Stück. Ja. Man kann es nicht mit einer Hand öffnen, also da tut man sich echt schwer. Es geht eindeutig als Zweihandmesser durch. Man muss wirklich, also da muss man sich schon arg anstrengen, dass es als Einhandmesser durchgeht. Oh, nee, irgendwie nicht. Nicht mit meinen Fingern. Genau. Nochmal von Ed Mahoney, das Folder, das Taschenmesser heißt Bison als Modell. Genau. Und kostet so ungefähr 20 Euro. Inklusive Versand, also ein richtig preiswertes Stück. Kann ich jetzt bedingt empfehlen. Also wenn man was sucht, so für die Tasche, um nicht jeden Tag damit zu arbeiten. Das Klingenspiel, das schreckt schon ab. So einfach im Auto liegen haben, wenn man mal eins braucht, um damit zu arbeiten. Sieht schön aus. Kann man es empfehlen. Gut. Das war's. Bis denn.